hörst du mich, Matthias? Jawohl, ich höre dich. Also ein richtiger Landwirt kann sicher pflücken, nur noch ein bisschen beantworten. Um was geht es da? Was Blut ist jetzt da? Wir pflücken jetzt die schönen roten, grossen Resi. Das ist die Sorte Resi. Mit dieser Maschine kann man eben vom Boden auf bis in die Höhe alles gerade unter einmal machen. Du stehst dann hier oben und die Frau ist jung, gell? Das ist eine klare Verteilung hier. Ja. Das Tempo angeben, oder? Jawohl. Ich kann da es läuft auch ein bisschen, schneller einstellen. Ist das eine Verbesserung zu früher? Oder ja, sicher. Früher hat man noch mit Pflückkörben, mit in Kisten, mit Leitern hinten an pflückt. Das ist sehr mühsam. Ja. So sind es direkt. Ganz hinten in Kisten. Die Kiste stellen wir am Boden stellen, wenn sie voll ist. Dann kommt die Leere nachher vorne wieder und geht weitermachen. Das geht dann halt wie im Formel 1 mit Brühwechseln. Etwa 30 Sekunden. Natürlich muss man auch die Pflanzgärten schön auf die Maschinen ausrichten, von den Abständen her, oder? Ja, sicher. Das muss etwa stimmen. Das ist jetzt 3,5 Meter, das ist ideal. Dann kannst du den Schnitt oder noch natürlich anpassen, ein bisschen die Bäume schneiden oder im Winter. Dass du mit der Maschine da durchkommst. Oh ja, jetzt gibt's Wechsel. Oh. Jetzt. Will jetzt Helene reden, Matthias? Ja, Helene kann besser reden. Und was ich noch will sagen, beim Pflücken geht es so, meistens geht man der gleichen Sorte. Dreimal drei Durchgänge. Oder? Zuerst mal ist eine Vorlese. Genau. Dann nimmt man etwa maximum 20% weg. Und das zweite Mal durch ist eine Hauptlese. Dort nimmt man ziemlich viel weg. Und das dritte Mal noch der erste, oder? Und jede Woche einmal, die reifen schön an, nachher wieder. Haben schöne Farbe, kommt es wieder rüber. Ja, und dank dem schönen Wetter haben sie jetzt so schöne Farbe hier. Ja. Ich glaube, es geht gar so viel wie das letzte Jahr. Hat es wellenweg nicht, nein, oder? Aber es hat tatsächlich Sorten, die das letzte Jahr voll waren und das Jahr auch wieder voll sind. Ja. Und das ist jetzt die Sorte Riese, die trägt gut, ja. Und sonst ist auch das auch ein Risiko, gell, das Ganze? Ja, sicher, ja. Du, ich sehe das wirklich gerne. Das ist wie bei uns daheim. Hey, ich schnurre und die Frau schafft. Das ist bei uns beim Holzen auch so. Es ist immer so, sagt Helene. Man hört das nicht gerne. Also, ja, denkt man es. Du, gib mal der Helene schon das Mikrofon. Ha? Jetzt, Matthias, jetzt musst du gleich noch. Was ist denn so ein deine Aufgabe, Helene? Wenn du nicht pflückst, meine du gerade ewig und pflücken bist du auch nicht, oder? Nein, ich mache noch ein bisschen Direktvermarktung, dann auf dem Betriebsbüro halt. Ja. Der Haushalt und springen ein. Eben, wenn's, beim Ernten bin ich schon ziemlich viel dabei. Ja. Hat wissen Frauen so hängen, rund um die Uhr beschäftigt und am Schluss am Abend weiss man recht, was man gemacht hat. Ja, genau. Sieht man gleich nichts, was man gemacht hat. Haushalt sieht man ja nur, wenn man nicht gemacht hat. Oder? Ich merke es, wenn ich mit dem linken Auge schaue, Herr Golesi bei der Nacht, die Maschine ist fast schneller, wenn er sie da nicht laufen. Ja. Also, aber es ist schon eine Erleichterung, gell, im Vergleich zu früher. Ja, also da kann man natürlich, eben, wie es halt ist, die Maschine ersetzt schon ein Stück weit der Mensch. Ja. Wir haben vorher viel mehr Leute gebraucht, wenn wir mit dem Rapid und mit den Äpfelkisten haben wir so wie ein Zögli gemacht. Und dann hat man viel mehr Leute gebraucht. Und das geht natürlich viel schneller. Also. Aber es muss ja schneller gehen, gell, weil die Gewinnmaschen, ja, das steckt vergeistert. Ja, es ist wie bei allem, man muss, Zeit ist Geld, oder, man muss. Und gell, es ist wahnsinnig, was anfangs für Gewinnmaschen sind. Weißt du, wie das gedruckt wird? Das ist extrem, gell? Ja, selbst schon. Also, man muss machen. Also, es ist natürlich auch zum Teil noch wetterbedingt, dass man muss pressieren, wenn wieder schlechtes Wetter kommt. Aber auch sonst, es muss einfach alles laufen. Ja. Sonst kommst du nirgendwo mehr hin, heutzutage. Jetzt sind wir hier bei den Äpfeln. Ihr habt aber natürlich auch Bieren, gell? Ihr habt noch Heidelbeeren, ihr habt noch Eppbeeren oben dort richtig angegraben, gell? Jawohl. Ja, also das heisst, bei euch kann man eben Diverses kaufen im Grühlhof zu Eva. Ja, wir haben also so vom Mitte, Ende Mai weg, fängt es dann an mit den Eppbeeren. Ja, genau. Dann sind es so circa vier, fünf Wochen. Dann sind schon die Heidelbeeren reif, im Juli. Ja. Und also es läuft nachher, im August sind eigentlich schon die frühesten Sorten Äpfel reif. Dann. Du, es also, hat der Matthias ein paar grosse gefunden, er hat die Maschine ein bisschen langsamer gestellt. Er macht nur noch. Jetzt hat er stoppen, Kummer, wenn es nötig ist. Ja. Also in dem Moment, wo du redest, gell, läuft es nur. Ja. Ja, gut, also Grühlhof Sebel, gell, wo man natürlich eben hier die Äpfel kaufen kann. Aber welche Sorten habt ihr?
Also wir haben die erste Sorte ist Julka. Das ist eben, weil sie am Juli schon reif ist, heisst die Julka. Dann haben wir Gala. Jetzt sind wir an der Resi dran. Galant haben wir. Und Topaz und Natura. Das sind dann nachher die späteren Sorten, sind dann auch die Lagersorten, die man dann über den Winter behalten kann, die wir dann bis zum Frühling ab Hof verkaufen. Der grosse Teil geht direkt in den Handel und eben etwas, das wir auch im Hofladen verkaufen. Das ist schon schwierig, gell? Irgendwie Abnehmer zu haben im Handel, das ist gar nicht einfach. Ja, gell? Also es ist ganz so wichtig, dass man noch den Kanal hat, wo man es absetzen und produzieren kann. Nützt ja nichts, wenn man es nachher selber essen. Was kann man bei euch denn kaufen? Weißt du, ich meine, heute Morgen hat der Kenner 10 Gramm von etwas bestellen. Was kann man bei euch so als Mindestmenge holen? Also ich packe ab Kilo. 1 Kilo, 2,5 Kilo, 5 Kilo. Wenn man größere Mengen will, kann man die bestellen, haarausweise. Also nicht gerade 500 Gramm, aber kiloweise kann man das haben. Bei der Beere ist natürlich, bei der Nettbeere 500 Gramm und bei der Heilbeere sind die Schalen 250 Gramm. Und dann einfach halt telefonieren, gell, und anmelden? Ja, wenn man grössere Mengen oder auf ein bestimmtes Datum die bestimmte Menge sollte haben, dann wäre es gut, wenn man es bestellt. Und sonst habe ich im Laden 24 Stunden, 7 Tage offen für Selbstbedienung. Ja, also Helene, vielen Dank für die Auskunft. Ich glaube, damit die Maschinen wieder ein normales Tempo laufen, brauchen sie wieder. Ja, der genau. Matthias, die mögen nicht mit ohne dich. Ja, es ist da alles rot. Man muss drauf.